Die Türken haben heute wieder zugeschlagen. Der Name ändert sich dann doch. Erdogan hat seine Aussage von gestern etwas konkretisiert. Des Weiteren, die FAA und die EASA beraten über das Schicksal der 777X. Was möchte man, dass Boeing an dem Flugzeug ändert und damit vielleicht das Ziel 2025 endlich mal schafft? Und ganz, ganz wichtig, Alaska Airlines gibt 50% bis zu 50% Bonus für Meilenkäufe. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Denkt daran, auch in der heutigen Folge wieder zu abonnieren, die Glocke anzumachen, kommentieren und ein Like dazulassen. Das heutige Anfangsthema geht um Turkish Airlines. Ich hatte es anfangs auch gar nicht erwähnt. Warum? Weil ich das gar nicht so als wichtig empfunden habe. Aber anscheinend sind die Wogen da doch sehr hochgeschlagen. Und Turkish Airlines soll jetzt Türk Havayolları heißen. Meine Mutter kannte die Firma schon unter dem Namen. Also insofern hat sie die immer so genannt, obwohl sie keine Türkin ist, wie ihr wisst. Aber nichtsdestotrotz hat Tayyip Erdogan, oder muss ich sagen Recep Tayyip Erdogan, hat gesagt, dass man jetzt auch die Langstreckenjets irgendwie umbenennen möchte. Und da kreisiert ja auch im Internet schon erste Bilder, wo man so ein bisschen meme-mäßig das Turkish Airlines geändert hat. Mein Erdogan sagte am Mittwoch, unsere nationale Fluggesellschaft wird ihre internationalen Flüge nicht mehr unter dem Namen Turkish Airlines durchführen, sondern mit dem Namen Türk Havayolları. Und damit hat er halt wirklich die Aussage vom Vortag verschlimmbessert oder einfach korrigiert. Und es handelt sich um einen Versprecher. Die Ankündigung kam knapp 2 Wochen, nachdem die Türkei auch in den Vereinten Nationen sich von Türki, was eigentlich Truthahn auch übersetzt heißen kann, deshalb kann ich auch verstehen, dass man nicht Truthahn heißen möchte. Welches Land möchte sich denn Truthahn nennen? Und dass man halt das Ganze auf Türki um Münzt. Also insofern macht das Sinn und ist konsequent so. Ja, was haltet ihr davon? Sagt ihr, das ist Folklore oder macht ihr das einfach, um seine nationalgesinnten Wähler freundlich zu stimmen, wenn es irgendwelche Wahlen geht? Ich weiß gar nicht, gibt es wieder Wahlen bald in der Türkei? Könnt ihr ja unten kommentieren. Ein Thema, das war für mich eher aus dem Bereich der Folklore. Jetzt kommt es zu einem ernsteren Thema, und zwar, da geht es um die 777X von Boeing. Und zwar ist das so, dass Boeing ja das 777X-Projekt irgendwie komplett, so scheint es von außen, Kontrolle verloren hat. Und es gab ja da zum Beispiel diesen Drucktest, wo die Tür rausgeflogen ist. Also etwas, was nicht passieren darf. Und nach dem Desaster, was passiert ist mit der 737 MAX, hat man natürlich bei der FAA ganz genau ein Auge drauf, genau auch wie bei der EASA. Deshalb setzen die beiden sich zusammen mit Boeing und schauen einfach an, was bei der 777-9 geändert werden muss. Wichtig ist das doch für Qatar Airways, für Emirates. Emirates, Timothy Clark hat gesagt, naja, die sagen 24, ich rechne mit 25. Lufthansa selber geht ja, glaube ich, auch von 25 mittlerweile aus, was ja auch die Diskussion befeuert um den A380er. Deshalb hoffe ich, dass die 2025 erst kommt, damit der 380er kommt, aber so viel zum Thema Wünschen, geht es halt weiter, dass man sich jetzt auf gemeinsame Grundsätze verständigen möchte. Das heißt also, dass man die Themen bespricht, die geändert werden müssen. Und die Weiterentwicklung der 777-300ER ist halt mit Problemen übersät. Boeing hat aber natürlich auch eine neue Architektur drin und alles, also das muss alles abgenommen werden. Ich hoffe mal, dass der Zeitplan jetzt ordentlich gemacht wird. Und ich denke mal, dass die Certification Campaigns, die natürlich auch zeitlich limitiert sind, ich glaube 3 und 5 Jahre, und angefangen hat man 2013, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, da müsste man halt schon mal wieder verlängern. Also das ist dann ein Problem für Boeing. Was aber noch dazu sagen, drück mal die Daumen, dass sie kommt, aber der 380er natürlich vorher. Singapore Airlines mit seinem ChrisFlyer-Programm ist natürlich auch wieder ein Go-To-Programm für viele, weil sie gesagt haben, ich war bei der Lufthansa unglücklich, ich bin bei ChrisFlyer, da ist meine Qualität. Aber ChrisFlyer hat ja auch etwas getan, was ja nicht so hübsch ist. Das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Man hat einfach die Meilenwerte devaluiert. Man hat einfach, oder teilweise sogar mehr als 10%, muss man mehr Meilen zahlen als vorher. Auch dieser Stay, den es da gab, den gibt es gar nicht mehr.
ist ein Riesenproblem. Aber es gibt diese, sollen wir jetzt sagen, Singapore Airlines Meilenschnäppchen. Das sind diese Spontaneous Escapes vom 1. Juli bis zum 31. Juli, die bis zum 30. Juni gebucht werden müssen. Und da gibt es einige interessante Ziele. Ich finde ja immer sehr spannend, die Flüge aus den USA zum Beispiel. Singapur nach Newark sind 51.100 in der Premium Economy, das ist ja schon mal ganz gut, aber auch dann wieder zurück. Also das ist immer eine sehr gute Möglichkeit, um da zu sparen, genau wie bei der Lufthansa. Ja, übrigens auch. Wenn sich wundert, warum es hier so laut ist, drumherum bin ich in der Lounge in Riga. Der Flieger ist verspätet, also insofern habe ich ein bisschen mehr Zeit, habe es für euch aufgenommen. Gucke raus und sehe da auch die Carpat Air, das ist glaube ich eine Fokker oder was ist das, die für Air Baltic im Wet Lease betrieben wird. Gott sei Dank fliege ich damit nicht. Ich weiß gar nicht, nächste Woche nach Berlin habe ich auch einen Wet Lease morgens. Bin mal gespannt, was das ist. Ich glaube, es war ein A320er, der ist dann von wem anders. Hoffen wir es mal. Ich werde berichten. Alaska Airlines hat eine Promotion bis zum 25. Juni, wenn man Meilen kauft. Und diese Meilen, wenn man 3.000 bis 14.000 Meilen kauft, bekommt man 30% Bonus, ab 15.000 bis 29.000 40% Bonus und zwischen 30 und 100.000 bekommt man 50% Bonus. Wenn man jetzt den maximalen Wert kauft, das heißt also 100.000 Meilen bekommen, hat 50.000 als Bonus, sind 150.000, kostet die ganze Bude 2.750. Wichtig ist natürlich, je nachdem, wo ihr euer Konto habt, da gibt es natürlich auch eine Tax Recovery Fee. Da muss man darauf achten, dass das natürlich je nachdem teurer sein kann, wenn ihr in Kalifornien zum Beispiel gemeldet seid, wie ich das bin. Also das ist eine interessante Geschichte, wenn man die Meilen zum Beispiel bei Japan Airlines verwenden will, weil sie sind jetzt OneWorld. Kann man also sehr, sehr gut benutzen. Wer das tut, kommentiert dran, denkt dran. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff, heute aus Riga. Und denkt dran, morgen sind wir wieder online. Heute die Folge etwas kürzer. Ich habe es einfach mal hier reingepresst. Die Themen waren ja auch nicht so viel und mannigfaltig. Bin immer noch von dem Airbus A321 XLR geflasht. Cooles Flugzeug, war ein cooles Event bei Airbus. Aber denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da und vor allem, ganz, ganz wichtig, kommentieren. Also bis morgen. Ciao.